don't care if it hurts. I'll pay my weight in blood to feel my nerves. Leute, mir geht's richtig gut. Ich habe schon ein paar Freunde gefunden und jetzt gehe ich mit einer zum Zoo. Ich freue mich richtig, weil es geht wirklich bergauf. Mein Jetlag ist fast weg. Und man gewöhnt sich dran, das ist wirklich schön. Ja. Touch me, someone. I'm too young to feel so numb, 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 numb. You could be the one to. Ich gehe heute auf eine Halloween-Feier, freue mich da richtig drauf, dafür gehe ich noch ein bisschen shoppen und Anni kommt heute auch an. Hallo Friends, ich bin hier gerade mit Anni und wir machen uns gerade auf den Weg zum Opernhaus und sind dafür in einem Park, der ist richtig schön. I gave those years away. And lost my sense of taste. 'Cause all of your lovers eventually fade and leave you alone in the bed you made. And all of the colors that bleed to red. Sag ich ehrlich, Leute, mir geht's nicht so gut. Too young to feel so numb, 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 numb. So give me just enough to make me feel something, something. Make me feel something, something. Show me that you're human, oh. Make me feel something, something. Der Donnerstag war tatsächlich an sich weniger actionreich. Wir hatten eine geleitete Tour, die war auch ganz interessant, aber sonst ist eigentlich nicht so viel an dem Tag passiert. Moin Leute, heute ist quasi der letzte Tag in diesem Hostel, also checken wir jetzt gleich aus. Anni sitzt da gerade irgendwo und versucht ihren Rucksack aufzusetzen. Ja, ich weiß, es ist jetzt nicht das Angenehmste, was wir jeweils gemacht haben, aber ja, uns bleibt ja nichts anderes übrig. Kannst du mir vielleicht noch was abnehmen? Ja. Von den beiden? Komisch finde ich, dass in jeder Art von Süßigkeit irgendwie die Energiemenge dran steht. Hi Leute, also wir haben ja gestern das neue Hostel eingecheckt und irgendwie ist es gar nicht so cool. Es ist sehr alt und kaputt und dreckig. Deswegen haben wir jetzt einen neuen Plan ausgemacht. Und zwar gucken wir erst nach einem Job, denn da waren wir heute schon unterwegs und haben einen Job geguckt. Und dann machen wir uns quasi so an die Planung, ein neues Hostel zu finden, weil eine Freundin von uns, Amina, hat tatsächlich auch ein cooles Hostel hier und es ist nicht so teuer, das ist ganz cool.